Hallo und willkommen zurück zu Planetary Annihilation in einer Art Commander-Only-Modus. Ich habe mir überlegt, ich werde mal weiterspielen und das Commander-Only trifft natürlich nur zu, solange es möglich ist. Ich meine, auf einem Planetensystem mit zwei Gegnern geht es gerade noch so, haben wir letztes Mal gesehen. Und wir schauen mal, ob wir das weiter durchführen können. Da ist ein Faction-Leader. Da würde ich gerne mal wissen, wie der sich jetzt bekämpft mit dem Modus. Das können wir auf jeden Fall nochmal probieren. Das wird interessant. Vielleicht werde ich da nicht als Spähfahrzeuge losschicken, sondern eher Kampffahrzeuge, die dann sozusagen die Basis schützen, beziehungsweise Konstruktionsfahrzeuge natürlich auch, und den Commander wirklich nur losrennen lassen und Gegner jagen lassen. Und die anderen bauen halt in Ruhe auf, bis ich den Commander zurückschicken muss. Der ist ja schnell genug, dass er eigentlich allem außer Fliegern entkommt. Und die Flieger schießt er relativ effektiv ab. Ich weiß nicht, ob die Feuerrate für gegen Flieger auch stärker ist oder nicht. Naja, gut. Wir schauen erstmal. Wir haben so einen Planeten, okay. Ich denke mal, ich meine, ich brauche keine Metallsprits, aber hier würde ich mir sichern, die Information, dass sie hier an den Metallsprits nicht sind. Wenn ich hier anfange und wenn die hier hinbauen, dann weiß ich, da ist direkt daneben ein Gegner. Darum geht's mir. Das heißt, wenn ich jetzt hier meine Fahrzeugfabrik hinbaue und meine Spähfahrzeuge produziere, sollte ich ja mitkriegen, wenn ein Gegner hier einen Metallsprit baut, und dann weiß ich, dann ist er wirklich in der Nähe. Das ist das, was ich jetzt meine. So, hier machen wir wieder Fahrzeuge ohne Ende. Spähfahrzeuge. Die haben im letzten Mal zwar nicht so gut geholfen, aber wir haben ja keine Flieger, von daher müssen wir es ja so irgendwie machen. So, dann würde ich mal hier so hinschicken. Genau, das klappt. Und dann schauen wir mal, ob wir diesmal genauso erfolgreich sind wie beim letzten Mal. Also gegen zwei ist ja schon interessant, da hat man ja gesehen. Das sind beides Wähler. Die sind beides WLAN-Gegner. Mal schauen, was wir finden. Opfer finden. Opfer finden. Das klingt noch besser. Ah, ich finde das so lustig, wenn ich jetzt so gewinnen würde. Ich mache sonst immer so eine übelsten Strategien und hänge da mit offenem Haar und so. Und hier gewinne ich jetzt einfach nur, indem ich mit dem Commander durchrenne. Ey, das ist so witzig. Ah. Hier ist kein Gegner. Ich versuche mich erstmal an Metallspot zu orientieren, damit ich weiß, wo sie in der Nähe sind. In welcher Nähe die sind. Kann natürlich sein, dass er hier oben ist. Ist wahrscheinlich ziemlich große Wahrscheinlichkeit, dass einer von beiden hier oben ist. Da ist ein Metallspot. Gut. Der Commander ist in der Nähe. Das heißt, hier könnte durchaus schon ein Gegner sein. Und der andere vielleicht hier so in der Nähe? Da ist einer. Und hier ist einer. Okay, wir haben beide gefunden. Wir haben beide gefunden. So, und den hier packe ich mir hier auf die Minimap, damit ich sehe, was er macht. Und ob er Verteidigungsanlagen hat. Gegen seine Fahrzeuge muss ich dann wahrscheinlich meine Degan benutzen. Oder Überkanone, wie sie gemeinhin auch genannt wird. Aber wir wollen ja erstmal den hier töten. Und noch kommen die Fahrzeuge nicht zu mir. Ich muss auch vorsichtig sein, wenn die jetzt eine orbitale Verbindung. Die haben keinen Planeten zum Abhauen. Das heißt, oder da geht das noch. Ein Mehrplanetensystem, wo es nur einen Startplaneten gibt, da würde vielleicht auch noch gehen, denke ich mal. Der versucht abzuhauen. Gehen wir mit hier hinterher. Damit er nicht entkommt. Theoretisch könnte ich ja auch versuchen, den dann aus der Reichweite raus abzuschießen und dann bekomme ich von der Explosion gar keinen Schaden, weil normalerweise bekomme ich ja so ein klein wenig Schaden noch. Mit Sphären trotzdem Schaden gekriegt. Egal. Komm mal hier hin. Hier ist der andere Gegner. Ich hoffe, der hat nicht zu viel Verteidigungsanlagen, aber ich denke mal, das müsste noch gehen. Was ist das hier? Ein Radar. Okay, töte mal zuerst das Radar. Und unterwegs alle Einheiten, die auf dich zukommen. Wie er hier lang wackelt. Wie geil. Ah, sieht das cool aus. Da dackelt da hier lang. Na gut, die Bomber stören mich jetzt nicht so sehr. Die müssten eigentlich ziemlich schnell abgeschossen werden. Mich stört eher, dass er hier durchrennt. Gut, das klappt. Und dann können wir jetzt weiter den Commander beschießen. Bescheißen. Wir bescheißen den Commander. Dass das nicht mal die Flammenwerfer tötet, das wundert mich ein bisschen.
darf den Flammenwerfer nicht rankommen lassen, weil der hat doch noch ein bisschen viel Schaden. So zum Beispiel. Das ist etwas gefährlich. Die Klänen hier stören nicht ganz so sehr. Zumal ich den Commander jetzt wahrscheinlich tot kriege. Dadurch, dass ich ihn schneller gefunden habe, geht das jetzt. Ja, ihr steht euch gut gegenüber. Ah, ist das süß. Wir haben noch mehr HP als letztes Mal. Letztes Mal waren wir unter 4000 dann gefallen, glaube ich. Sogar meiner Fabrik geht's noch gut. Das ist so lustig. So OP, dieser Commander. Jetzt schauen wir mal, wie der Endgegner aussieht. Wenn das ein Gegner oder sowas ist, dann könnte man den ja durchaus mal angreifen. Auf einem Planeten. Ne, es ist wieder das. Aber da sind sie auch alle auf einem Planeten, aber ich komme nicht rüber über die Plattform oder über diese Unterbrechungen, über die Hindernisse da. Das ist das Problem jetzt. Hier ist ein Planet. Den könnte ich ja jetzt nochmal angreifen. Den versuchen wir jetzt mal. Das ist ja eine andere Farbe. Das hier war, glaube ich, der Orange und das ist der Lila, ne? Ja. Was haben wir hier? Okay. Und dort ist der Endgegner. Wir versuchen es mal hier. Dann haben wir jetzt noch ein zweites Spiel und da ist der nächste Faction Leader. Da können wir gleich nochmal gucken, was der andere, wie der andere Faction Leader aussieht. Und dann schauen wir mal. Ich finde das so lustig. Ah, das ist so spaßig. Das war aber jetzt ein Einplanetensystem, oder? Nicht, dass ich das falsch angeklickt habe. Ich denke nicht. Müsste passen. Na, komm. Lade. Fertig. Bist ja immer noch nicht so weit. Und der Planet ist von der Größe her ähnlich wie bisher. Zumindest sieht er so aus. Das hier stört ein bisschen. Da kommt der Commander ja nicht vorbei. Interessant, dass es voll Wasser gelaufen ist durch den See hier. Das ist sehr interessant. Schön gemacht. Wobei hier das Wasser, der Übergang vielleicht nicht ganz so schön ist. Ich würde sagen, wir starten hier. Obwohl, hier ist mehr Metall. Das heißt, hier würde ich wieder eher sehen, ob da einer neben mir Metall anbaut, abbaut, macht, hinpflanzt. Letztes Mal hat es ja recht gut geklappt. Dann haben wir ja relativ schnell gesehen, dass rundherum Gegner waren. Und ich nur weggerannt bin von meinen Startorten, damit von den Gegnern. So, hier machen wir wieder so. Die schicken wir quer über den Planeten. So. Dich schicken wir, dich setzen wir erstmal auf Gruppe 1. So. Und dann schicken wir dich erstmal, ich wollte gerade sagen, ab in den Süden. Aber nee, schick dich hier hin. Mal schauen. Ich habe die Finger auf 1 und D. D für die D-Gun von Totalization und 1 für den Commander selbst. Oder kann man den mit C auch ansehen? Nee, das ist das hier. Okay. Okay, das brauchen wir nicht. So, wo sind die Gegner? Ich mache mir schon mal die Kamera auf. Dass ich, wenn ich was hier sofort einfangen kann, sozusagen. Geh mal die Metallspots und dann die Metallspots ab. Ich meine, in dem Moment, wo ich jetzt am Metallspot einen Gegner. Okay, das geht ja auch. Brauche ich mich nicht nach den Metallspots richten. Wo ist der andere? Ah, hier. Gut. Wo sind wir relativ zu ihm? Wir sind dort. Das heißt, genau auf der anderen Seite des Planeten. Das wird eine Weile dauern, ehe ich da den besiegt habe. Ehe ich bei ihm angekommen bin sogar. So weit muss ich sogar gehen beim Erklären. Haben die mehr HP eigentlich? Oder trifft der nur aus irgendeinem Grund nicht? Ja, noch geht's. Der andere Commander baut Panzer und Flieger, sehe ich rechts unten. Und er versucht sich nicht abzusetzen. Okay, absetzen kann er nicht. Es gibt keine mehrere Planeten, aber mir geht es darum, dass er nicht irgendwas macht, wo ich dann nicht mehr rankomme. Wenn er orbital was baut, dann kann er auch die Verteidigungsanlagen, die Orbitalen hinbauen. Und das ist dann auch für meinen Commander extrem gefährlich. Wobei ich eigentlich nicht glaube, dass die so schnell damit sind. Und die sind auch nicht so, so ein hoher Schwierigkeitsgrad, dass die das wahrscheinlich so früh versuchen würden. Weiß ich nicht. Oder gibt es das auch schon im Schwierigkeitsgrad, dass sie dann gleich am Anfang orbital bauen? Was baut er jetzt hier? Botfabrik, okay. Gut, jetzt können wir wegrennen. Genau. Bin weggekommen. So, bitte hier hin. Mal gucken, wo du langrennst. Okay.
Sieht schon mal gut aus. Er hat noch 8.700 von 12.500. Das heißt, er hat ein Drittel, naja, ungefähr verloren. Frage ist, was macht er jetzt in der ganzen Zeit? Der baut ziemlich viel. Also Frage ist, wie weit kommt er jetzt? Was kann er, womit kann er sich schützen? Baut er Verteidigungsanlagen? Baut er nur Einheiten? Er scheint ja nur Einheiten zu bauen, wobei das wohl vermutlich das Falscheste ist, was man hier machen kann, außer wenn man Flammenwerfer in Massen spammt. Das wäre wahrscheinlich die beste Verteidigung gegen den Commander. Gegen diesen overpowerten Commander hier. Töte ihn. Ja, gut. Der Spee-Typ interessiert mich nicht, aber den kannst du natürlich auch töten. Das alles töten, sehr gut. Oh, da kommt Bomber. Du bist schnell genug. Hihi. Wo ist der Commander? Da hinten. Verteidigungsanlagen sehe ich. Dort eine, dort eine, dort eine. Moment, dann muss ich doch gegen die Verteidigungsanlagen erstmal was tun. Das wird gefährlich ein Stück weit, aber geht. Oh Gott, der Flammenwerfer. Gut, der Flammenwerfer ist tot. Die sind tot und jetzt kannst du dich hier rumkümmern. Hier ist keine Verteidigungsanlage. Doch, da unten ist noch eine. Da muss ich vorsichtig sein, dass er nicht auf die zurennt. Versuche ich jetzt beim Commander zu bleiben, aber mich von der Verteidigungsanlage fernzuhalten, so gesehen. Gut, immer schön alles Einheitenmäßige in Schach halten auf der Distanz. Ich weiß, dass du bald tot bist, aber theoretisch solltest du nicht mehr als ein Drittel verlieren. Nur gegen Commander. Das heißt, du hast ein Drittel deiner HP für andere Einheiten. Und der ist gleich tiefer von den Lebenspunkten her als du. Kurz den töten, genau, bevor er bei dir ist, und dann kannst du den weitermachen. Und wieder den. Naja, warte mal, den hier töten. Vor den Commander hielt. Okay. Jetzt wird's gefährlich. Der Laser schießt. Der Laser schießt zwar, aber ich sollte ihn tot kriegen. Ja. Sehr gut. Ich habe nur noch 13%. Das ist schon ein Stück wenig. Also 1500 bis 2000 HP irgendwo dazwischen. Das ist schon ganz schön wenig, ja. Aber wir haben gewonnen. Haben wir jetzt irgendwas eigentlich gekriegt dafür? Was haben wir für Technologie freigeschalten? Verteidigungsfertigungstechnologie. Na, die brauchen wir ja nicht, wenn wir sowieso mit dem Commander losrennen. So. Was bist du? Zwei Planetensystem, wobei. Luftwaffenkommandant? Den haben wir doch schon, oder? Weiß ich nicht. Oder ist das jetzt ein Additional Kommandant? Das können wir aber beim nächsten Mal machen. Da versuchen wir es mal, weil ich glaube, hier startet man nur auf einem Planeten und dann müsste man die totrennen können. Aber die hätten jetzt das Potenzial, in Orbit zu fliehen. Das heißt, ich muss den richtigen wiederfinden. Das hat man letztes Mal beim harten Schwierigkeitsgrad, den Gegner, glaube ich. Na gut, schauen wir mal beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.